Grüß Gott und hallo. Heute möchte ich mit Ihnen eine Frage untersuchen, die immer wieder auftaucht, wie das beim Bauen eines Holzhauses mit dem Preis und mit den Kosten ist. Immer wieder hört man, dass ein Holzhaus ja teurer ist und dass man sich das nicht leisten kann. Oder es gibt Leute, die sagen, es kostet mehr. Wie ist denn das mit den Kosten beim Bauen eines Hauses? Worauf muss man da schauen? Da gibt es ein paar ganz einfache Punkte, dass man mal überhaupt einen Vergleich und richtig ziehen kann und die Kosten in den Griff kriegt. Das erste ist eine fast Selbstverständlichkeit, die aber oft vergessen wird. Das Wichtigste ist einmal, dass ich die Fläche, die ich baue, gut einteile, dass ich einen guten Plan habe, gute architektonische Arbeit ist da ihr Geld wert. Weil wenn jemand, ich habe Pläne gesehen, da sind 120 Quadratmeter sehr viel, und wenn man schlecht plant, sind es wenig. Ich meine, es gibt ja dieses berühmte Beispiel, dass wenn jemand in der Stadt eine Wohnung hat mit 120 Quadratmetern, sagt jeder, seine schöne große Wohnung, und jemand ein Haus baut und sagt, es hat nur 120 Quadratmeter, dann heißt es, das ist aber nicht groß. Also da sieht man, wie das eigentlich von der Vorstellung abhängt. Mit einem guten Plan kann man sich viele Quadratmeter sparen. Das ist das Erste. Das Zweite ist auch ein ganz spannender Punkt, der gerne übersehen wird und gar nichts mit Holz oder Stein oder anderen Baumaterialien zu tun hat. Wie ich vor über 30 Jahren begonnen habe, Holzhäuser zu bauen, da war es so normal, dass man für die Haustechnik, für Heizung und Lüftung von den Gesamtbaukosten 20-25% berechnet hat. Heute sehe ich, dass im Durchschnitt bei den Projekten, die uns so vorgelegt werden, die wir kalkulieren, 35, 40, ja zum Teil bis 45% der Gesamtbaukosten für Heizung, Lüftung und Kühlung ausgegeben werden. Durch diese Entwicklung vom Haus in den 1990er Jahren zum Niedrigenergiehaus, zum Passivhaus, hat man die Technologie wahnsinnig kompliziert und unglaublich teuer gemacht. Das muss nicht so sein. Und gerade das echte Holzhaus, weil wenn ich von einem Holzhaus rede, rede ich von einem echten Holzhaus. Und ein echtes Holzhaus ist ein Massivholzhaus, das nicht verklebt ist, mit keinem Gift, mit keinem giftigen Kleber, mit keinen Beschichtungen belastet ist, das mechanisch verbunden ist. Gerade dieses echte Holzhaus bietet die Möglichkeit, dass man bei der Haustechnik wieder viel einfachere Systeme einsetzen kann, dass ich mit viel weniger Investition trotzdem den Standard und das Ergebnis von einem Passivhaus hinbringe, aber nicht zuerst alles dicht machen muss, damit ich dann wieder komplizierte Systeme zur Belüftung und zur Steuerung einbauen muss. Also da kann man sehr, sehr viel einsparen. Und da soll man nicht am Rat des Fachmanns sparen. Da zahlt es sich aus, dass man Hirnschmalz in der Projektierung verwendet. So, wenn man diese Selbstverständlichkeiten durchgearbeitet hat, einen guten Plan, der effizient ist, der keinen Platz verschwendet und ein Low-Tech-Heizungssystem und Haustechniksystem und nicht ein High-Tech-System, dann geht es ans Vergleichen. Kostet das jetzt wirklich so viel mehr, wenn ich sage, ich nehme keine konventionellen Baustoffe, ich baue statt mit Beton, mit vollem Holz, kostet das wirklich mehr? Diese Betrachtung der Baukosten, also der Kosten zum Investitionszeitpunkt, die ist ja viel zu wenig. Das ist ja, da lüge ich mich als Bauherr ja selber an, wenn ich nicht zumindest die Betriebskosten dazu rechne. Der nächsten 10 oder 20 Jahre, die muss ich ja zahlen. Und wenn ich jetzt weiß, dass der echte Holzbau ein mechanisch verbundenes, verdübeltes Holzhunderthaus, dass ich mit den dicken Wänden auch dämmstofffrei ausführen kann. Wenn ich weiß, dass so ein Haus praktisch keine Heizkosten mehr verursacht, je nachdem, wie man es ausführt, gar keine oder verschwindend kleine, dann ist es ja ein Riesenfaktor in den nächsten Jahren. Oder wenn ich mir von den großen Wohnungsbewirtschaftern in Deutschland, da gibt es die Statistiken, die man sehen kann, wo man schaut, was die für ihre Budgets haben, nur für die Reparatur und Sanierung der Häuser. Und dann sehe ich, dass bei einem Holzhunderthaus 50 Jahre Herstellergarantie
gegen Kondensaten und Schimmelbildung, also auf das ganze Produkt besteht, dann ist es natürlich ein gewaltiger Unterschied. Und wenn ich den nicht einpreise, liege mir ja ein Sock. Jetzt, wenn natürlich das Holz doppelt so teuer wäre und ich sage, naja, dann kannst du schon länger halten, dann wäre das schwierig. Aber es kostet ja im Bau praktisch gleich viel. Wir reden da, das ist unser Tagesgeschäft, von einigen Prozentpunkten Unterschied bei den Gesamtbaukosten. Und dann komme ich zu den kuriosen und am Ende wichtigsten Aspekten der ganzen Preisdiskussion. Letzte Woche ist auf diesem Tisch in unserem Forschungszentrum in Goldegg ein Kunde von uns gesessen. Dieser Mann betreibt ein Entsorgungsunternehmen. Der bricht mit seinem Unternehmen, wenn Häuser weggeräumt werden müssen, macht er den Abbruch und verrammt das Haus. Und der hat uns was Spannendes erzählt. Die letzte Errungenschaft der Ziegelindustrie ist, dass in diese ganz dünnwandigen Tonziegel Mineralwolle reingestopft wird. Baumaterialien, Baurestmasse, die voll Mineralwolle ist, die muss nach dem Abfallwirtschaftsgesetz aller Bundesländer in Europa als Bausondermüll entsorgt werden müssen. Ich wusste nicht, was die Tonne derzeit kostet. Und der hat uns erzählt, das kostet weit über 1000 Euro. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe das gar nicht glauben können. Weil ich gesagt habe, das ist ja mehr, wie das Produkt das neue kostet. Dann habe ich den Florian, meinen Sohn, gebeten, habe ich gesagt, Florian, das gibt's doch nicht. Dann haben wir bei uns den örtlichen Entsorger gefragt und haben gesagt, was Angebote eingeholt. Wissen Sie, welche Angebote wir gekriegt haben? Für das Wegwerfen von einem modernen Ziegel, der heute im Baustoffhandel verkauft wird. 1200 bis 1400 Euro pro Tonne muss man zahlen, wenn man das wegwerfen will. Ist das nicht verrückt? Können wir sowas als Bausubstanz unseren Kindern und Enkelkindern hinterlassen? Das ist wirklich teuer. Und wenn ich den umgekehrten Weg gehe und sage, ich setze auf das nachwachsende Holz unserer Wälder, auf das Geschenk der Natur und verarbeite es so, dass es nie kontaminiert, vergiftet, nie belastet ist, dass es sauber bleibt durch mechanische Verbindung, dann habe ich das Gegenteil. Dann ist nämlich die Wand im Haus nach 50, 100, nach 300 Jahren ein wertvolles Material, das ich wiederverwenden kann und für das ich wieder Geld bekomme. Wir haben erst kürzlich ein Luxushotel gebaut, ganz teures Hotel, und da haben die Innenarchitekten alles innen mit Altholz verkleiden wollen. Jetzt haben wir solche Heustadler gesucht, wie es unsere Opa noch aufgezimmert hat. Vollholz, mechanisch verbunden. Alte landwirtschaftliche Objekte, die nicht mehr benötigt werden und die abgebrochen worden sind. Und Sie glauben es nicht, dieses Holz kostet doppelt so viel. Ein Quadratmeter Schalung Altholz kostet heute doppelt so viel wie ein Quadratmeter von einer Schalung in der besten Sortierqualität. Ein schöner Altholzbalken kostet doppelt so viel wie ein neuer Balken in der höchsten Festigkeitssortierung. Da muss ich sagen, unser Opa, der hat wesentlich enkelkindertauglicher und zukunftsfähiger gebaut. Weil was der hinterlassen hat, ist heute wertvoll wie ein Sparbuch. Und so müssen wir wieder bauen. Und so können wir wieder bauen. Das ist technisch alles gelöst. Wir bauen Hochhäuser, die man wieder komplett zerlegen und wiederverwenden kann. Wir müssen dem Vorbild der Natur folgen und Häuser bauen wie ein Baum und Städte wie der Wald. Weil der Wald, der nährt sich aus seinem eigenen Material, schöpft er wieder Neues. Und die Stadt muss so gebaut werden, aus vollem Holz, im echten Holzbau, dass aus einem Haus wieder Haus werden kann. Dann besteht auch nie das Problem, dass wir zu wenig Holz haben. Dann besteht nicht das Problem, dass wir die Wälder leer plündern müssen. Weil dann haben wir Menschen das begriffen, dass wir dem Kreislaufsystem des Waldes folgen müssen. Und ganz am Schluss das Allerwichtigste. Alle Ärzte, alle Mediziner sagen uns heute, dass die Gesundheit des Menschen im Holzhaus die besten Werte erlebt. Dass das Immunsystem dort maximal gestärkt wird. Dass wir besser schlafen. Dass wir in jeder Nacht Schlaf
in einem reinen Holzzimmer die Arbeit des Herzens von einer ganzen Stunde ersparen. Das ist doch mehr wert, wie 1% mehr oder weniger. Also in Summe bin ich felsenfest davon überzeugt, ist es das Teuerste, was man machen kann, nicht mit Holz zu bauen. Und das nicht nur aus Begeisterung oder Euphorie für die Bäume und für die Natur, sondern auch in harten Fakten. Nur muss man halt, wenn man einen Vergleich macht, diesen Vergleich auch kaufmännisch richtig anstellen. Und kaufmännisch richtig anstellen heißt, alle Kosten vergleichen. Nicht nur einen Quadratmeter Wand, sondern die gesamten Baukosten eines Hauses. Man muss hineinrechnen, dass man sich bei der Heizung und Kühlung und Haustechnik viel weniger braucht, wie in einem Betonhaus, wo ich einfach mehr Technik brauche, damit ich dort die Klimatisierung beherrsche. Ich muss hineinrechnen, wie die Wartungskosten ausschauen und da die Systeme vergleichen. Und am Schluss sollte man natürlich auch das Wohlergehen der nächsten Generationen, der Kinder und die eigene Gesundheit mit abschätzen. Damit hoffe ich, in diese wichtige Frage von Preis und Kosten ein bisschen Licht hineinbringen zu können. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiederschauen.